SmartBlit hilft lebensmittelverarbeitenden Unternehmen, ihre Neben- und Abfallprodukte aufzuwerten. Das bedeutet, wir produzieren Zuchtlösungen für Insekten, welche die Abfallstoffe fressen und diese in hochwertige Proteine aufwerten. Das Haltungszentrum Aargau hat die Firma SmartBlit schon zu Beginn weg bei der Entwicklung ihrer Insektenzuchtanlage unterstützen dürfen. Für ein Tech-Startup wie die SmartBlit ist die Verfügbarkeit von Expertenwissen, aber auch von finanziellen Ressourcen für die Durchführung eines Innovationsprojekts von zentraler Bedeutung auf dem Weg des Produkts in den Markt rein. Wir durften mit der SmartBlit bereits einige Innovationsprojekte durchführen. Dabei haben wir sie unterstützt beim Schaffen des Zugangs zu Expertenwissen, bei der Beantragung von Fördermitteln für die Durchführung des Innovationsprojekts. Basierend auf den positiven Resultaten aus diesen durchgeführten Innovationsprojekten war SmartBlit möglich, von der Idee über das Proof of Concept bis zum fertigen Prototypen den Zugang zum Markt zu schaffen. Wir bauen Zuchtlösungen für Insekten, das bedeutet, wir haben eine Hardware, wir haben eine Softwarekomponente und wir haben einen lebendigen Organismus. Das macht das Gesamte sehr komplex. Das Haltungszentrum Aargau hat uns geholfen, diesen Sachverhalt besser zu verstehen und gemeinsam Forschungspartner zu finden, die uns in den einzelnen Bereichen unterstützen können. Wir am Institut für Unternehmensführung der Fachhochschule Nordwestschweiz unterstützen verschiedene Startups bei ihrer Entwicklung. SmartBlit war deshalb sehr interessant, weil das Unternehmen hat 2020 die Swiss Sustainability Challenge gewonnen. Das ist ein Förderwettbewerb, mit dem wir ganz gezielt Startups bei ihrer Entwicklung unterstützen. Und wir haben sie dann, könnte ich sagen, so ein bisschen ans Händchen genommen und ihnen geholfen dabei, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Wir sind mit dem Sachverhalt, mit der Fragestellung an das Hightech-Zentrum Aargau herangelangt, wie können wir effizient die Insekten füttern. Füttern bedeutet einfach Wasser auf das Substrat dazugeben. Und hier stellt sich die Frage, wie kann man das besprühen, was sind dafür für Hilfsmittel nötig und wie reagieren die Insekten darauf. Und hier hat uns das Haltungszentrum Aargau geholfen, entsprechende Forschungspartner zu finden, mit welchen wir gemeinsam diesen Prozess verbessern können. Das heißt, wir können das Wasser effizienter besprühen und die Insekten wachsen aufgrund dieser Konstellation besser. Momentan befindet sich der Prototyp der Anlage in der Testung beim Kunden. Basierend auf den ersten Ergebnissen aus diesen Tests haben wir bereits ein weiteres Innoswiss-Gesuch eingereicht und wir hoffen, dass wir im Herbst bereits mit den weiteren Entwicklungen der Anlage beginnen können. Ja, wichtig bei der Vermarktung ist natürlich, dass man daran denkt, was kann der Kunde daraus machen. Und er bekommt, wenn die Anlage funktioniert, davon gehen wir aus, bekommt er Insekten. Und die muss er dann klein machen, die werden gepresst tatsächlich, das klingt ein bisschen grusig, aber das ist so. Und dann gibt es Insektenschrot. Es gibt zum Zweiten Insektenöl, das kann man zum Beispiel als Treibstoff verwenden. Und es gibt dann natürlich den Kot, den nennt man Frass, und den kann man als relativ hochwertigen Dünger einsetzen. Und wenn ein Kunde merkt, dass diese drei Stoffe zusammen an verschiedenen Märkten vermarktet werden können, erhöht es natürlich die Einnahmen und reduziert die Kosten, die man hat. Im Idealfall sind die Einnahmen so hoch, dass man erkennen kann, jawohl, das lohnt sich für uns auf Dauer, Amortisationsrechnung fliegt, wir machen das. Wir empfehlen Dienstleistungen vom Haltungszentrum Aargau sehr gerne weiter. Ich glaube, es ist sehr wichtig, so gute Partner zu haben, die das ganze Ökosystem verstehen, einen sehr guten Draht zu Forschungspartnern und aber auch Umsetzungspartnern haben und natürlich auch wissen, was für weitere Hilfspakete, Hilfstöpfe es überhaupt gibt, zum Beispiel vor allem auch Innoswiss-Projekte, wo sie auch einen guten Beitrag leisten können, damit Unternehmen wissen, wie sie ihre Innovationen verbessern können und wie sie andere Partner mit an Bord nehmen können. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich Ihnen SmartBlit näher bringe. In den nächsten 6 Minuten möchte ich Ihnen aufzeigen, was SmartBlit ist, was unsere Vision ist und wie wir die umsetzen. Wir bei SmartBlit glauben, dass Lebensmittelsicherheit eines der zentralsten Themen und Herausforderungen der ersten Jahrzehnte sein wird. Und gleichzeitig fällt in der Schweiz jährlich rund 3 Millionen Tonnen Lebensmittelabfall an. Ein Teil davon wird verbrannt, ein Teil davon geht in Biogasanlagen zur Energiebrückgewinnung. Dass das nicht
Sache, die effizienteste Weg ist, sagt uns Natur. Wenn in der Natur ein Blatt am Boden fällt, wenn in der Natur ein Tier stirbt, sind es Insekten, die die wertvollen Proteine in sich aufnehmen, aufwerten und wieder für andere Tiere zugänglich machen. Und um das geht es bei Smartbrick. Wir helfen die Lebensmittelverarbeitenden Unternehmen, um ihre Abfallströme aufzuzeichnen, um ihre Proteine wieder zu verwenden und die in der Lebensmittelindustrie und Tierfutterindustrie wieder zu brauchen. Wie machen wir das konkret? Ich zeige das Ihnen sehr gerne anhand von zwei Beispielen. Das erste Beispiel sind Mühlen. Mühlen verarbeiten Getreide im Mehl. Aber alle Mühlen in der Welt haben das gleiche Problem. Sie können nur etwa 80% vom Korn im Mehl umwandeln. 20% davon, Schale vom Korn, ist nicht als Lebensmittel geeignet. In der Schweiz brauchen wir das als widerwärtige Komponente im Tierfutter. Im Ausland wird es teilweise sogar verbrannt. Das Problem ist, es braucht sehr viel Volumen, es hat sehr wenig Protein drin und durch das kann man das nicht weiter verwenden. Warum ist das wichtig? Wenn man in der Schweiz die drei grössten Mühlen nimmt, ist das genug Protein, und man könnte über Insekten aufwerten, um den Proteinbedarf vom ganzen Kanton Aargau für ein Jahr zu decken. Wir bei Smartbreed bieten die gesamte Zuchtlösung an für Bühnen. Das bedeutet, wir haben eine Reproduktion, wo wir eigene Junglarven liefern. Die gehen dann in die Aufzucht, in die Mast. Die Mastlösung steht direkt bei den Bühnen. Bei den Mühlen werden nachher die Nährstoffe in Insekten umgewandelt. Die Insekten fressen das, werden das auf. Die Insekten werden nachher aufgetrennt in Insekten und Kot. Die Insekten werden, wie wir gerade gehört haben, vermahlen und geröffnet. Es entsteht aus Insekten Protein als hochwertige Proteinkomponente im Tierfutter und im Lebensmittelbereich. Es entsteht Insektenöl, Verwendung in der Pharmaindustrie, Kosmetik, aber es könnte auch als Triebstoff verwendet werden. Und dann schlussendlich der Kot für Insekten, ein sehr hochwertiger Dünger für die Landwirtschaft. Das heisst, da geht es um Kreislaufwirtschaft und um grosse Reduktion von CO2. Die grosse Herausforderung dabei ist, dass man da nicht von Tonnen redet, nicht von 100 Tonnen, nicht von 1000 Tonnen, sondern es geht um 10'000 von Tonnen von diesen Lebensmittelabfall. Wir arbeiten mit einer der grössten Mühlen in Europa zusammen und sind dran, dass wir diese Technologie umsetzen. Wir haben validiert, dass es funktioniert im industriellen Ausmaß. Und das Ziel ist, dass wir in den nächsten Jahren so eine Insektenzuchtanlage aufbauen, um ihnen zu ermöglichen, ihre Nebenströme im 10'000 Tonnen Bereich in Protein umzuwandeln. Das gleiche Prinzip funktioniert auch für Lebensmittelverarbeiter, die nasse Abfallströme haben. Dort ist das Problem, dass die viel Wasser haben, dass sie sehr schwer sind zum Transportieren und dass sie sehr schnell verderben. Die Insekten fressen das, dünnt das ganze Wasser verdunsten und schlussendlich haben wir ein Protein, das haltbar ist und transportierfähig ist. Es wird dann auch gesiebt, verarbeitet, man hat Protein fürs Tierfutter, man hat Öl und man hat Dünger als Kreislaufwirtschaft, damit man zurück kann auf Felder führen. Dort bieten wir auch Zuchtlösungen an, sind im Moment auf der Suche nach Partnerunternehmen in der Lebensmittelindustrie. Von daher, falls Sie jemanden kennen in der Lebensmittelindustrie, die proteinreiche Abfallströme hat, von Biergräber über Trester, über Okara, Molke, wären wir sehr froh, wenn Sie auf uns könnten zurückkommen. Wir sind sehr dankbar, dass wir in Kanton Aargau sind. Kanton Aargau ist ideal gelegen für uns von der Geografie her. Wir haben eine sehr starke Hochschule und für uns wichtig auch eine sehr starke Landwirtschaft. Zum Schluss möchten wir uns sehr herzlich bedanken beim Heiterzentrum Aargau. Zum Beispiel im Investmentbanking sind oder Jus studiert haben, Beruf mit Insekten zu arbeiten.
verschiedenste Firmen angegangen und haben dann gesehen, so vor allem in der Aufzucht, wie man sie züchtet, etwas verändern kann. Und so haben wir uns entschlossen, dass man nicht selber die Sachen züchtet, sondern dass man wirklich Zuchtlösungen anbietet und dort etwas verändert. Thomas Knecht, wahrscheinlich auch als Innovationsexperte sind die Insekten eher Neuland für sicher sein, oder? Ja, ist doch das erste Mal, als ich in einem Projekt mit Insekten in Berührung gekommen bin. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis mit so einem Projekt wird kommen. Aber schlussendlich, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, das ist ein industrieller Produktionsprozess in der Lebensmittelindustrie. Es geht darum, mit einem Tier ein Produkt zu machen. Das ist ein Naturprodukt. Schlussendlich muss hinter irgendetwas Reproduzierbares rausholen. Es ist ein interdisziplinäres Projekt mit verschiedensten Themen, wie wir vorhin gesehen haben. Und ich denke, da haben wir als Heiterzentrum Smart Break gut unterstützt, indem wir eben den Zugang geschaffen haben zu dem Wissen. Sie haben gesagt, Sie sind verschiedene Firmen anschauen. Am Anfang, wie ist denn so die Konkurrenzsituation im In- und im Ausland? Die Konkurrenz ist extrem stark, sie ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben vor allem im näheren Ausland sehr grosse Firmen, die viel Kapital aufbauen. Von den Regulationen her ist das Ausland uns voraus, leider in diesen Bereichen. Von dem her ist es sehr herausfordernd. Wir haben aber den Vorteil, dass wir sehr viel Technologie aufbauen können. Dadurch, dass wir in der Schweiz sind, auch sehr geschützte Umgebung haben, wo es geholfen hat, dass wir dort Wettbewerbsvorteile haben können, letztes Jahr aufbauen. Sie haben die Regulation angesprochen. Ist das das, was im Moment noch ein bisschen bremst? Absolut, das ist das, was im Moment was stark bremst. Wir sind von den Regulatoren her im Futtermittelbereich etwa 3 bis 4 Jahre hinter der EU, was auch schon zugelassen hat. Wir erwarten, dass das in der Schweiz auch nächstes Jahr zugelassen wird. Wird uns sehr stark die Möglichkeit, dass wir vor allem auch in die grossvolumigen Märkte hineinkommen können. Und die Insekten können da Hühner und Schweine verführen, die im Moment noch nicht legal sind in der Schweiz. Wir haben es gehört, SmartBreed ist ein Start-up. Das Heiterzentrum arbeitet auch mit Unternehmen, die schon länger auf dem Markt sind. Wie ist das so, das Zusammenspiel von ganz jungen Unternehmen und vielleicht schon gestandenen Unternehmen? Ja, das merkt man sehr gut. Also man merkt sehr gut in einem Start-up, das sind immer sehr limitierte Ressourcen. Es gibt die